Ja, herzlich willkommen zurück nach der Mittagspause zu diesem Kongress hier. Es geht jetzt um die Frage, was sind eigentlich schwierige Führungskräfte, was sind unfähige Führungskräfte und wie geht man damit um? Das ist mein Job. Normalerweise bin ich Experte für Low-Performer und schwierige Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Dobler, ich bin Inhaber von Dr. Dobler Optimierung. Was macht Dr. Dobler Optimierung? Wir initiieren Veränderungen bei Führungskräften und wir analysieren Führungskräfte, mal ganz, ganz grob gesagt. Wozu sind Führungskräfte eigentlich da? Und die Frage ist auch an Sie gestellt. Wer von Ihnen ist Führungskraft? Mal hoch, Hand hoch. Ja, okay, doch einige. Ja, der Rest ist auf der Mitarbeiterebene. Gut, habe verstanden. Also wozu sind Führungskräfte da? Die Frage ist jetzt an die Führungskräfte gerichtet. Funktioniert der Laden eigentlich wegen Ihnen als Führungskraft oder trotz Ihnen als Führungskraft? Wenn es im Unternehmen irgendwie, wenn irgendwo Mist gebaut wurde, dann gibt es immer nur zwei Ursachen. Entweder die Mitarbeiter haben eine Anweisung nicht oder falsch umgesetzt oder aber sie haben die falsche Anweisung, also die falsche Entscheidung, einmal richtig gut und schnell umgesetzt. Gibt nur die beiden Möglichkeiten. So. Und wenn wir also eine erfolgreiche Kommunikation haben, wirksame Kommunikation, dann ist die Frage, was macht eigentlich wirksame Kommunikation aus? Wir haben ja unser Clara-Prinzip, ja, das heißt Klarheit, lösungsorientiert, Respekt, achtsam und Anpassung. Oder auch Clark genannt, ja, für die, die es gerne etwas männlicher haben. Das sind dann Konsequenz statt Anpassung, was halt letztendlich nahezu dasselbe ist, beziehungsweise die Bedingung des einen oder anderen. Aber was macht erfolgreiche Kommunikation also aus, meine Damen und Herren? Es beginnt immer mit der Klarheit. Sie müssen klar sein, was die Führungskraft eigentlich will. Wenn es nicht klar ist, ja, dann können Sie auch nicht verlässlich sein. Verlässlichkeit ernährt sich ausschließlich von der Klarheit. Und erst Verlässlichkeit ernährt sozusagen das Vertrauen. Das ist blöd nur, ja, wenn die Führungskraft aber vollkommen konfus und eben nicht klar kommuniziert. Was ist denn dann, meine Damen und Herren? Ja, was, wenn eine Führungskraft komplett inkonsequent ist oder sich schlicht und ergreifend nicht an Absprachen hält? Was haben Sie denn dann? Ja, und wenn eine Führungskraft weder klar ist noch konsequent und nicht absprachefähig, dann ist sie schlicht und ergreifend unglaubwürdig in ihrer Position. Ja, und unglaubwürdige und inkonsequente und nicht absprachefähige Führungskräfte, das sind schwierige Menschen. Dann wird der Ablauf und die Zusammenarbeit auch zwangsläufig schwierig. Und mit diesen Personen zusammenzuarbeiten, ist schlicht und ergreifend nicht schön. Geschweige denn von sich, von ihnen führen zu lassen, das ist für manche dann schon verdammt schwierig. Ich sehe schon die ein oder anderen nicken. Das, ja, kann man auch nachvollziehen. So, die erste Feststellung, meine Damen und Herren, ist also zum Thema Schwierigkeit. Die Schwierigkeit einer Kommunikation oder die Schwierigkeit einer Führungskraft, die äußert sich immer in deren Kommunikation. Was also, wenn eine Führungskraft enorm flexibel ist in ihren Entscheidungskonsequenz? Ja, heute morgen so, was interessiert mich das Geschwätz von gestern? Ja, dann wird es nicht einfacher im Thema Führungsalltag. Was, wenn eine Führungskraft ständig spontan und impulsiv entscheidet, ohne nachzudenken, ohne vor allem jene zu fragen, die durchblicken, nämlich meistens die Mitarbeiter? Ja, was ist denn dann? Dann haben Sie eine Führungskraft, die schlicht und ergreifend eben nicht absprachefähig ist, und nicht absprachefähige Führungskräfte sind zwangsläufig immer schwierig im Umgang. So, zweite Feststellung zum Thema Schwierigkeit. Das erste war, wir haben ein Problem mit der Kommunikation, das ist unklar oder Inkonsequenz. Und das zweite Thema zum Thema Schwierigkeit ist das Entscheidungsverhalten. Es ist entweder gar nicht da oder viel zu schnell oder viel zu spontan. So, jetzt kommen wir auch schon zur Ursache. Woran liegt denn das, dass Führungskräfte häufig so unfähig sind? Das ist eine Frage und eine Ursache. Eine Ursache. Die Ursache heißt, es fehlen schlicht und ergreifend Voraussetzungen. Was für Voraussetzungen fürs Unternehmen müssen denn geliefert werden? Erstens, es geht um Vertrauen, meine Damen und Herren. Vertrauen ist die Bedingung für jede Art von Beziehung. Es ist die Basis für jede Art von Beziehung, kein Vertrauen, keine Basis mehr. Dann brauchen Sie natürlich als Mitarbeiter oder auch als Führungskraft eben klare Ziele. Sie müssen dürfen. Sie brauchen messbare Ziele und machbare Ziele. Wir sagen immer MMT, machbar, messbar, terminiert. Und Sie brauchen Feedback und Sie brauchen Ressourcen, rechtzeitige Infos und so weiter.
Das sind Voraussetzungen, die das Unternehmen liefern muss. Und dann haben Sie aber auch Voraussetzungen, die die Führungskraft liefern muss. Und jetzt kennen Sie gleich mal einen kleinen Film. Die Frage ist, was macht denn eine Führungskraft eigentlich wirklich aus? Ist von Flensburger, Pilsen. Neuer Kutscher. Was ist? Die Mütze, die hätte ich gern. Dann wäre ich der Captain. Mit der Mütze hat das nichts zu tun. Das ist eine Frage von Ausstrahlung. Ich sag mal, Charisma. Pass mal auf. Kann mir einer von euch Komikern sagen, wo ich den Captain finde? Okay, meine Damen und Herren, Charisma ist es offensichtlich nicht. Was benötigt dann also Führungskraft wirklich? Wir haben mal 4 Kompetenzthemen zusammengestellt, die wir natürlich in den Assessments oder in den Potenzialanalysen immer wieder auch testen für unsere Kunden. Das ist zunächst einmal die soziale Kompetenz. Es ist die methodische Kompetenz. Es nutzt nichts, wenn Sie sozial total aktiv und kompetent sind, aber hinterher kriegen Sie es methodisch nicht auf die Reihe. Wenn Sie allerdings einen Soziallegastheniker vor sich haben, dann hilft es auch nicht, wenn er besonders methodisch unterwegs ist. Sie brauchen eben beides. Dann brauchen Sie auch die Motivation, also zum Führen zum Beispiel. Ja, Sie brauchen eine Leistungsmotivation an andere und auch an sich selbst. Ansonsten haben Sie ja nur den Tyrann. Wenn ich nur die Leistung habe an die anderen und sage, nicht der Reiter muss schwitzen, sondern das Pferd, ja, dann haben Sie natürlich dort eine Führungskraft, die zum Thema Motivation für die Mitarbeiter nicht unbedingt förderlich ist. Was, wenn es für dieses Problem eine einzige Lösung gäbe, welche wäre dann für Sie akzeptabel und befriedigend? Wir haben grundsätzlich im Leben 3 Möglichkeiten, auf ein Problem zu reagieren. Das erste ist, wir können damit leben. Wir können es verändern oder wir können es verlassen. Und wir gucken uns mal an, wie es ist, damit zu leben. Damit zu leben heißt auch, dass Sie irgendetwas verändern müssen. Und zwar, wenn Sie damit leben wollen, müssen Sie ja eine Einstellung mit sich bringen. Unter Umständen eine Einstellungsveränderung. Und die Frage ist, was können Sie überhaupt verändern bei sich? Und es ist die Einstellung in Bezug auf die eigene Rolle oder auf die Erwartung an die Führungskraft. Diese beiden Möglichkeiten haben Sie. Die eigene Rolle als Mitarbeiter. Die Frage ist, was ist eigentlich mein Job, meine eigene Rolle? Und es spielt keine Rolle, meine Damen und Herren, ob Sie in der Schlachterei, auf dem Bauernhof oder in der Grafikabteilung oder in der Buchhaltung arbeiten. Es spielt schlicht ergreifend keine Rolle. Auch im Projektmanagement, es geht um die Einstellung in Ihren Job. Was ist eigentlich Ihr Job als Mitarbeiter in einem Unternehmen? Zunächst einmal sind Sie ja dafür da, damit es der Chef nicht selber machen muss, sonst bräuchte er es ja nicht. Ne? Also, wir sind alle dafür da, damit es irgendeiner nicht selber machen muss, deswegen sind wir als Mitarbeiter auch eingestellt worden. Aber jetzt könnte man den eigenen Job ja auch als Dienstleister betrachten, ja so ähnlich wie ein Taxifahrer. Und jetzt sehen wir mal den Taxifahrer, die Frage ist, was ist eigentlich der Job eines Taxifahrers? Der Job eines Taxifahrers ist, den jeweiligen Gast von A nach B zu befördern, sicher, schnell und möglichst bequem. Ja, aber der Taxifahrer kommt ja nicht auf die Idee, mit dem Gast zu diskutieren und sagen, wollen Sie wirklich in die Berliner Straße? Ich würde die Günzelstraße deutlich besser finden. Also macht ja keiner. Oder haben Sie das schon mal erlebt? Nee, die sagen einfach, okay, Berliner Straße. Vielleicht sagt Ihnen ein Taxifahrer mal, das ist aber eine gefährliche Gegend. Aber der Fahrgast sagt, ja, weiß ich, besteht trotzdem drauf. Dann diskutiert doch der Fahrgast nicht darüber, meine Damen und Herren. Nein, im Gegenteil, er fährt sich sicher und schnell dorthin, wo Sie hin möchten. Tja, dem Taxifahrer ist es nämlich egal, wo der Gast hin möchte. Er vertraut darauf, dass der Gast schon wisse, was er möchte. Ja, und wenn der Gast nicht so genau weiß, was er will, dann fährt der Taxifahrer eben den ganzen Tag rum. Ach nee, doch Günzelstraße, nee, doch Berliner Straße, ach nee, gefahren Sie mich doch mal an die schöne Holzerstraße. Ja, dann fährt er da eben hin, bis Feierabend ist und dann kostet ihm Geld. Das heißt, der Taxometer läuft doch so oder so. Ob der Taxifahrer den einen Gast oder den anderen befördert, er verdient Geld. Und jetzt stellen Sie sich einmal vor,
Sie sind der Taxifahrer. Das würde bedeuten, dass Sie denn die Führungskraft plötzlich als Fahrgast sehen und Sie müssten die Führungskraft plötzlich darin sehen, dass der schon weiß, was er will und schon weiß, dass das gut ist, was er will und weiß, wo er hin will. Und Sie sind lediglich der Taxifahrer, der sagt, okay, du möchtest da und dahin, dann mache ich das. Das ist unter Umständen schwierig, wenn Sie eine Führungskraft haben, der Sie gar nicht vertrauen. Denn das bedeutet nämlich, dass Sie einer Führungskraft, einem Taxi, also einem Gast, sozusagen Taxigast, auch vertrauen, dass der weiß, wohin er möchte. Wenn Sie dieses Vertrauen aber gar nicht haben, dann wird das verdammt schwer für Sie. Dann kann es sein, dass diese Variante, der damit leben, für Sie schon mal gar nicht mehr in Frage kommt. Vor allem viel zu verlangt, wenn man mit einer Führungskraft zusammen ist, wo man weiß, die ist unfähig und die baut immer wieder Mist. Also, aber grundsätzlich ist es eine verdammt bewährte Lösung im Leben, wenn Sie sich über Ihre Rolle nochmal Gedanken machen. Und die Sache mit dem Taxifahrer hilft tatsächlich. Hat vielen meiner Klienten geholfen, aber ist nicht jedermanns Sache. Tja, jetzt sind wir immer noch beim damit leben. Und jetzt kommt das Thema Erwartung an die Führungskraft, meine Damen und Herren. Die Erwartung an die Führungskraft heißt, was erwarte ich von einer Führungskraft eigentlich wirklich? Was ist die Führungskraft? Also wozu ist die Führungskraft da? Wozu benötige ich die Führungskraft wirklich? Das ist eine der häufigsten Fragen im Coaching. Und in all den Seminaren und Coachings und Workshops haben wir immer wieder vier Themen erarbeitet. Das ist grob gesagt Klarheit. Die Führungskraft muss klar sagen, wohin, womit und wann. Also MMT, machbar, messbar, terminiert. Dann muss sie entscheiden von Alternativen. Also wenn Mitarbeiter ihr Alternativen aufzählen, dann muss sie das ja irgendwie entscheiden. Ja, dann wollen natürlich Mitarbeiter auch, dass Führungskräfte konsequent sind und die Entscheidungen auch durchziehen. Ja, und dann haben wir noch hauptsächlich das Thema Probleme lösen. Mit meiner Nase muss ich mich ein bisschen entschuldigen. Ich habe offensichtlich wieder eine Pollenallergie und heute ist ja so 100 Jahre Pollentag irgendwie und deswegen schnaube ich immer ein bisschen. Entschuldigen Sie dafür. Probleme lösen. Gehen wir mal durch. Wer sagt, also ist eigentlich Ihre Führungskraft ein Störfaktor oder sind Sie ein Nutzfaktor als Führungskraft? Oder ist Ihre Führungskraft Nutzfaktor oder Störfaktor? Ja, und jetzt kann man sagen, Klarheit, Haken dran, das ist klar. Ne? Das müssen wir haben, ohne Klarheit wird es ein bisschen schwierig mitführen. So, Entscheidung von Alternativen, Haken dran, können wir auch damit leben. Dann gibt es auch logischerweise Konsequenz, haben wir ja vorhin gerade gesagt, dass es ein Teil der Erfolgsfaktoren ist im Thema Clark oder Clara. Das Einzige, wo ich ein bisschen hadere, ist mit dem Thema Probleme lösen. In meinen eigenen Prozessen, als Mitarbeiter. Meine Damen und Herren, der Grund, warum Führungskräfte Sie oder uns als Mitarbeiter ja eingestellt hat, ist, damit wie Sie es nicht selber machen muss. Das heißt, sie hat ja gerade das Thema an uns abdelegiert. Wenn also eine Führungskraft ständig meine Probleme als Mitarbeiter lösen muss, wozu bin ich denn da? Das hätte ich, würde ich gar nicht einsehen, auch von meinem Stolz her. Das möchte ich nicht, dass Führungskräfte meine Probleme lösen. Führungskräfte müssen Themen, Probleme teilweise in der nächsthöheren Ebene lösen. Aber die Wahrheit ist, das meiste muss ich machen. Und da gibt es noch etwas, eine Erkenntnis, die ich Ihnen gerne mal mitteilen möchte. Viele Menschen haben gar keine Probleme. Viele Menschen haben eine Aufgabe, nämlich in dem Moment, in dem du für ein Problem eine Lösung gefunden hast, da hast du kein Problem mehr, sondern hast eine Aufgabe. Und die Frage ist, nach dem IKEA-Spruch, ne, hast du noch ein Problem oder hast du eigentlich schon eine Aufgabe? Und wenn man das mal ganz genau und kritisch betrachtet, haben viele eine Aufgabe und schützen sich aber mit dem Begriff Problem und gehen dann noch hin und sagen, ha, die Führungskraft möge doch bitte mein persönliches Problem lösen. Das ist etwas, worüber Sie dringend nachdenken sollten, ob das wirklich in die Rolle der Führungskraft gehört. Und dann sind wir schon beim Thema Verändern. Was genau können Sie denn verändern? Das ist der schwierigste Part überhaupt. Es gibt drei Phasen für Veränderung. Die erste Phase ist erkennen, was ist, meine Damen und Herren. Sie müssen immer erkennen, was ist und Sie müssen auch akzeptieren, was Sie erkannt haben. Das ist übrigens der schwierigste Part. Einer der Themen, die wir im Coaching immer wieder behandeln. Weil viele Menschen nicht akzeptieren können, was sie in Wahrheit erkannt haben. Und am Ende müssen wir auch verändern, was wir akzeptiert haben, sofern wir es verändern wollen. Als erstes muss ich also erkennen, mit welcher Art von Führungskraft ich überhaupt zu tun habe. Wer ist überhaupt vor mir, damit ich auch adäquat drauf reagieren kann. Wenn ich gar nicht weiß, mit wem ich da zu tun habe, ja, dann wird es auch schwierig mit der Reaktion. Dann ist die Ergebnis in der Regel bei der Reaktion auch zufällig. So, zur Erinnerung, Führungskräfte sind entweder schwierig, unfähig oder sogar beides. Die Frage ist jetzt, woran erkenne ich das? Also,
bleiben wir mal beim Thema Schwierigkeit, weil wir jetzt auch ein bisschen Zeitprobleme haben. Schwierigkeit ist das Thema Kommunikation und Entscheidungsverhalten. Und jetzt haben wir hier also schwierig gleich unklare Kommunikation und Inkonsequenz bzw. nicht absprachefähig. Und jetzt ist die große Frage, ich habe Ihnen mal 4 exemplarische Auszüge von typischen Vertretern präsentiert. Also die eine ist sozusagen Führungskraft, die unklar ist in ihrer Kommunikation. Eine Führungskraft, die nicht entscheiden will oder kann und damit nicht absprachefähig will. Eine Führungskraft, die ständig anders entscheidet, ja, kann man hier sehen, als sie sagt, also meistens spontan und vielleicht sogar mit hohem Aggressionspotenzial und ist damit auch nicht absprachefähig. Ja, vielleicht erkennen Sie ja Ihren eigenen Chef mal wieder daran. Also, und zum Schluss haben wir noch eine Führungskraft, die alles in einer Person vereint. So, und das habe ich mal in einer kleinen Grafik zusammengestellt. Hier die unklare Führungskraft, der Nicht-Entscheider-Führungskraft, die Anders-Entscheider-Führungskraft und dann cholerisch respektlose Führungskraft, dass der meistens alles in einer Sache vereint. So, und wir haben hier die unklare Führungskraft, meine Damen und Herren. Jede Anweisung ist irgendwie konfus. Das Motto lautet, ja, mach's mal bitte so, wie ich es will. Wie ich es will, sage ich dir aber nicht. Ja, wirst du schon sehen, ob es klappt. Ne? Und dann heißt es so, sie kümmern sich. Ne? Ja, das so. Ach gut, dass ich sie gerade treffe. Ja, so, folgendes. Ne? Und dann kommt irgendwie so konfuses Zeug. Und dann sagen sie, ja, ist klar, sie kümmern sich. Ja, danke, tschüss. Und dann geht er wieder. Und sie stehen da so, was ist denn jetzt? Klassische Zauberwörter auch, sie integrieren das mal, sie reduzieren das, sie optimieren das. Das ist schlicht ergreifend Bullshit, weil das ist nicht MMT, es ist nicht machbar, es ist nicht messbar, es ist nicht terminiert. 1 von 3 fehlt auf jeden Fall. Vielleicht ist es machbar, aber es ist nicht messbar. Integrieren, optimieren. Gucken Sie, das ist ungefähr so, als ob ich sage, ich muss dringend abnehmen. Ja, wenn ich dringend abnehme, ist es weder terminiert, noch ist es machbar, ist es durch so aus, aber es ist nicht messbar, es ist nicht terminiert. In dem Moment, in dem ich einmal aufs Klo gehe, pullern gehe, zack, habe ich 500 Gramm weniger. Jahresziel erreicht. Das ist doch Quatsch. Also insofern müssen Sie gucken, dass Sie klare, messbare Themen haben. Ansonsten können Sie auch nur versagen. So, dann haben wir die Nichtentscheider. Der Nichtentscheider, der äußert sich vor allem darin, dass er vordringlich das aktuelle Problem, was gerade ansteht, er nicht entscheidet. Wir beobachten das mal. Selbst dann, übrigens, wenn offensichtlich Schaden droht. Und das gilt das Motto, der Letzte, der bei mir im Büro war, kriegt Recht. Das sind Führungskräfte, die es möglichst vielen recht machen wollen. Ich nehme das mal mit und so weiter. Das sind die klassischen Aussagen. Übrigens, die Sprüche hören Sie auch eine Woche später, wenn Sie nochmal nachfragen. Es ist im Grunde genommen wie eine Art Schuldner, der immer die Gläubiger vertröstet. Ne? Ja, es ist gerade was ganz Schwieriges dazwischen kommen, wir sind dran. Jetzt haben wir den Andersentscheider. Der Andersentscheider, der sagt A, denkt B und handelt danach C. Der liefert für ein Leben gerne klare Regeln und Vorschriften und Abläufe und hält sich dann selber nicht dran. Belegt sind übrigens auch Strategieabweichungen. Haha, wir haben im Strategie-Meeting Folgendes beschlossen, das und das und das machen wir, das und das und das machen wir nicht. Und 3 Wochen später machen wir exakt das, was wir gerade besprochen haben, was wir nicht mehr tun. Das machen wir jetzt doch. Ist ein Ausnahmefall, ja, ist alles ganz anders, etc. Das ist übrigens meistens durch ihn persönlich, durch die Führungskraft. Das heißt, ist vollkommen inkonsequent. Also sagt A, denkt B und handelt nach C. Dann haben Sie noch die cholerisch respektlose Führungskraft. Ja, Sie erkennen sie vielleicht einfach wieder. Das ist ein explosives Temperament und sehr kurze Zündschnur. Da wird plötzlich ja, und aus dem Vorfall wird plötzlich alles katastrophal und schlimm. Und aus schlimm wird laut. Und aus laut wird beleidigend. Und am Ende, bam, ist der Sturm vorbei und, ja, und dann kommen solche Führungskräfte häufig vorbei und versuchen, die Blümchen, die sie gerade mit der Sense abgehauen haben, wieder anzukleben, weil sie plötzlich merken, ups, war doch ein bisschen heftig. Das sind auch Führungskräfte, die stürmen plötzlich begeistert auf und sagen, das müssen wir machen und haben 1000 Ideen im Kopf, 1000 PS und verteilen das ohne Rücksicht auf aktuelle Projekte, Belastungen, geschweige denn neue Aufträge. Oder aber sie verteilen das an Leute, die völlig unfähig sind oder fragen die fähig sind und die auch durchblicken, die fragen sie einfach gar nicht. Andere Entscheidungen, die längst überfällig sind, die werden einfach oder gar nicht entschieden. Auch sehr, sehr schwierig. Da
ist häufig auch viel Narzissmus dabei. Wenn Sie also noch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung mit dazu haben, dann haben Sie den Jackpot gewonnen. Also, wir haben jetzt beschrieben, kurz erkennen, was ist. Jetzt geht es also tatsächlich um Akzeptieren, ja, was erkannt wird, und das ist ganz, ganz schwierig. Sie können sagen, nur ist die Führungskraft, wie sie ist, eine andere kriegen Sie nicht. Die haben Sie jetzt. Jetzt ist nur die Frage, wie gehen Sie damit um? Das ist die einzige Frage, die Sie haben. Wie gehen Sie damit um? Und was kann ich daraus machen? Was ist nützlich? Was nervt? Und was kann ich nun verändern? Jetzt sind wir beim Thema Verändern. Also Verändern, ja, jetzt sind wir tatsächlich beim Thema Verändern. Ich kann zwei Dinge verändern. Ich kann mich selbst verändern oder die Führungskraft. Die Führungskraft, ja, ich kann die Einstellung, die Verhalten, das können Sie vergessen bei der Führungskraft. Die können Sie nicht verändern. Können Sie vielleicht ein bisschen miterziehen, aber grundsätzlich können Sie auch die Führungskraft nicht verändern. Sie können nur bei sich selbst etwas tun, nämlich an Ihren eigenen Einstellungen und an Ihrem eigenen Verhalten, meine Damen und Herren. So. Und bei der Einstellung, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Jetzt ist die große Frage, was können Sie tun bei dem Verhalten? Bei der unklaren Führungskraft, was kann man da tun? Die wichtigste Regel lautet, ich starte erst dann los oder renne dann los, wenn ich Klarheit habe, was ich machen soll, wohin ich mache, also was ich machen soll, bis wann, wohin und so weiter. Wenn Sie das nicht haben, dann ist es so, als ob Sie in irgendeiner Form losrennen, so weit wie möglich, so schnell wie möglich, und je nach Intelligenz, Quotient sind Sie dann länger oder weniger lang unterwegs. Ich fasse das, und das ist ganz wichtig, was ich als Auftrag verstanden habe, kurz zusammen, entweder per Mail oder mündlich. Und in dem, was ich verstanden habe, nehme ich das Ergebnis vorab, was ich zu liefern habe, und versuche das sozusagen als mein Ziel zu definieren. Und spätestens dann, wenn dann die Führungskraft einsetzt und ach, nee, alles ganz anders, ja, dann war es doch gut, dass Sie nochmal darüber gesprochen haben. Machen Sie nicht den Fehler, dass man vor allem bei sehr dominanten Führungskräften unkonfuse einfach sagt, ja, und dann fängt man an, loszurennen. In irgendeiner Form, völlig unwichtig. Hauptsache, ich tue so, als ob ich arbeite. Das ist Quatsch. Da haben Sie nichts davon. Bleiben Sie stur, fragen Sie nach und ertragen Sie das Augenrollen, ertragen Sie das ganze andere Thematik, fragen Sie nach. Das ist mein Tipp. Dann haben Sie den Nichtentscheider. Was machen Sie beim Nichtentscheider? Ich warte einfach bis wieder besseren Wissens ab und nehme gegebenenfalls das Fiasko in Kauf. Das geht nur, wenn es mir egal geworden ist. Das heißt also, wenn Sie eine innere Kündigung abgezogen haben. Dann können Sie das tatsächlich tun. So, die Alternative ist, ich lese mal kurz vor, ne? Provisorisch. Ich entscheide provisorisch und teile dies meiner Führungskraft mit. Das heißt also, ich zeige in einem Mailschreiben Situation A auf, ich zeige Situation B auf mit Verantwortung, ich zeige Situation C auf, ja, mit den Alternativen. Und am Schluss schreibe ich für den Fall, dass Sie sich anders entscheiden, dann schreiben Sie mir das kurz. Ansonsten gehe ich davon aus, dass das, oder das, was ich zusammengefasst habe, richtig ist. Die meisten Führungskräfte von dieser konfusen Art sind sehr, sehr dankbar, wenn sie das haben, manche auch nicht. Hängt vom Grad des Narzissmus ab, und die grätschen dann noch mal rein, und die meisten sagen dann, ja, okay, oder von den meisten hören sie. Das ist eine sehr, sehr bewährte Methode, kann ich Ihnen wärmstens ans Herz legen. Sie brauchen nur Mut, das ist alles. Dann haben Sie die Andersentscheider-Führungskraft, ja, ich sage nochmal, denkt A, sagt A, denkt B, handelt nach C. Macht für Leben gerne Vorschriften und hält sich da nicht dran. Und das ist eine sehr schwierige Situation für den Mitarbeiter, für Sie in diesem Fall, weil Sie haben ganz grob zwei Optionen. Die erste Option, Sie nehmen das so hin und warten auf die nächste Überraschung. Sie können ja schon Wetten abschließen, welchen Weg er diesmal nimmt. Oder die Option 2, Sie konfrontieren die Führungskraft damit. Da brauchen Sie wirklich Mut. Indem Sie bei der nächsten relevanten Entscheidung, also nicht irgendwelche Pille-Palle-Entscheidungen, sondern relevante Entscheidung, fragen, ja, sagen Sie, wie sicher ist diese Entscheidung diesmal? Wissen Sie, ich frage das deswegen, weil in der Firma das Gerücht umgeht, dass Sie permanent anders handeln, und das hat mich natürlich total stark verunsichert. Ich persönlich glaube ja nicht an das Gerücht, aber es hat mich doch verunsichert, deswegen denke ich, frage ich nochmal lieber nach. Das ist für manche Führungskräfte ein Schock. Es wird jetzt interessant. Aber wenn es ihm keiner sagt, der wird es sich definitiv nie bessern. Das ist so ähnlich, als ob jemand stinkt und es nicht merkt und keiner sagt es ihm. Alle regen sich darüber auf, aber keiner sagt ihm, dass er stinkt. Also, das ist blöd. Also, na, das habe ich gedacht.
aber es riecht noch gut. So, alle tuscheln über nie, das ist blöd. Das heißt also, konfrontieren Sie doch Ihre Führungskraft damit. Braucht ein bisschen Mut. Dann haben Sie noch die cholerisch unklare, respektlose Andersentscheidung, also alles in allem. Führungskraft. Der alles vereint. Oder die, die alles vereint. Und diese Führungskraft ist zugemessen, das ist Hardcore. Das ist wirklich Hardcore und in der Regel nicht beherrschbar. Und wenn, dann eben niemals dauerhaft. Ich kann Ihnen nur sagen, suchen Sie so schnell wie möglich das Weite. Und ganz wichtig, beziehen Sie nichts, wirklich nichts auf Ihre eigene Person, denn nichts davon hat mit Ihnen als Mitarbeiter in der Regel etwas zu tun. Das ist ausschließlich ein Persönlichkeitsthema. Zweitens, bleiben Sie so gelassen, wie es eben irgendwie geht. Je ruhiger Sie sind, desto weniger haben Sie das Gefühl, ausgeliefert zu sein. Seien Sie nicht bedrohend ruhig, das macht andere nur noch aggressiv, aber zeigen Sie zumindest keine sichtbare, großartige Erregung. Nehmen Sie die Dinge so hin, wie sie sind. Eine andere Führungskraft haben Sie in diesem Moment nicht. Dritte Regel, jede Entscheidung hat Konsequenzen und nimmt zwangsläufig auch Einfluss auf die aktuellen Projekte. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sagt, das musst du jetzt aber gleich sofort machen, ja, dann kann ich die anderen Dinge nicht machen. Das Motto dort lautet, ich schäle jede Kartoffel so schnell, so gut es geht, oder ich schäle sie gut. Ich muss nur wissen, welche Kartoffel zuerst. Und ja, Sie können auch sagen, ja, ich habe tatsächlich ein Problem. Ich bin tatsächlich unfähig, gleichzeitig nach Hamburg oder nach Bremen zu fahren. Deswegen muss ich wissen, welche Kartoffel Sie zuerst schälen wollen. Dann mache ich das. Und die Antwort wird natürlich sein, bla bla bla, das müssen Sie irgendwie alles hinkriegen und 6 Wochen und da, bla bla und so weiter. Nochmal, Ihre Antwort lautet, kein Problem, ich schäle die Kartoffel gut, ich schäle sie schnell. Sie müssen mir nur sagen, welche ich zuerst anfangen mache. Was ich nicht kann, ist 2 Kartoffeln gleichzeitig schälen. Bleiben Sie in diesem Bild. Bilder sind überhaupt gut. Bilder sind nicht für Führungskräfte gut. Bilder bleiben besser im Gedächtnis hängen. So. Und wenn dann die Antwort kommt, ja, erzählen Sie nicht so einen Unsinn, seien Sie mal Teil der Lösung, nicht Teil des Problems, hat er beim letzten Seminar mitgekriegt. Ne, so. Verdecken Sie sich Unfähigkeit hinter irgendwelchen komischen Metaphern, dann können Sie sagen, ja, Sie haben recht, ich bin tatsächlich unfähig, 2 Dinge gleichzeitig zu tun. Vielleicht beauftragen Sie dann doch lieber einen Kollegen, der das kann oder zumindest so tut, als ob es könnte, weil der kann es ja auch nicht. So, und jetzt ist die große Frage, bleiben Sie cool. Bleiben Sie cool, bleiben Sie hart, das ist ganz wichtig. Nur dann haben Sie eine Chance, er soll entscheiden, was Sie tun sollen, nicht Sie. Weil er oder sie, ja, Führungskräfte, sind typisch, häufig Männer, überlässt dann die Problematik gerne Ihnen. Und die Wahrheit ist, es die Unfähigkeit der Führungskraft. Und er wälzt etwas ab, was Ihnen gar nicht gehört. Und was sollen die Führungskräfte jetzt machen, wenn sie so hart bleiben? Eine Abmahnung? Das ist rechtlich nicht drin. Soll ich sie anbrüllen? Ja, das tut er doch sowieso. Soll ich ihnen das Leben schwer machen? Ja, das tut er doch auch bei so einem solchen Chef. Was wollen sie denn noch? Das heißt, sie haben in Wahrheit nichts zu verlieren, außer, dass sie ein bisschen Mut brauchen. Mut, das einmal durchzuziehen. Und für manche von ihnen ist das sicherlich deutlich schwieriger als für den anderen. Aber dafür gibt es ja unter Umständen auch Coachings. So, bleibt noch das Letzte, verlassen. Sie können jedes Problem, zumindest in Deutschland, jedes Zeit immer wieder auch verlassen. Wenn Sie allerdings verlassen, Hauptsache weg, dann haben Sie nichts gewonnen. Gehen Sie nicht Hauptsache weg, sondern ist die Frage, wohin wollen Sie? Weil sonst landen Sie im nächsten Hafen, an dem Sie dann wieder möglichst schnell weg wollen und dann sind Sie in Wahrheit immer nur auf der Flucht. Und denken Sie daran, jeder Chef bringt Ihnen nur Probleme, die Sie noch nicht kennen. Das ist beim Mitarbeiter so, das ist beim Partner auch so. Und wenn Sie verlassen, dann machen Sie eine bewusste Entscheidung von hinzu, zu einem ganz bestimmten ausgesuchten Hafen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und egal für welche 3 Optionen Sie sich entscheiden, denken Sie immer daran, ja, jeder Erfolg hängt von der Klarheit und den Zielen der Strategie ab und von der Konsequenz. Und wenn Sie das nicht haben, dann brauchen Sie auch nicht über Verlassen nachdenken. So. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wollte ja noch eine Sache sagen. Es gibt auch das Büchlein hier. Das haben wir gerade neu auf den Markt gebracht und heißt Umgang mit unfähigen und schwierigen Chefs. Ein kleiner Überblick, grober Leitfaden für Mitarbeiter, die unter ihren Führungskräften leiden. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass Sie die Geduld hatten, mir zuzuhören. Vielen Dank. Tschüss.